Hallo und willkommen zu meiner Materialübersicht. Ich werde immer wieder gefragt, welche Pinsel ich denn verwende, welche Farben und welches Papier. Ich weiß schon, für einige von euch oder für Profis ist das nicht so interessant. Aber andere werden sich, glaube ich oder hoffe ich, darüber freuen. Und genau für die ist dieses ausführliche Video gedacht. Ja, das ist nun mein Malkasten mit den 16 großen Fächern für Tubenfarben. Den Kasten habe ich aus Spanien von der Firma Arte Miranda und er ist recht praktisch, weil ich auch mit größeren Flachpinseln gut Farbe aufnehmen kann. Diesen Malkasten verwende ich bei meinen Kursen an den Kunstakademien, aber auch wenn ich unterwegs bin auf Malreisen etc. Zu Hause im Atelier habe ich ein großes weißes Küchentablett und drücke mir die Tubenfarben immer frisch an den Rand des Tabletts. Eigentlich sind ja 16 Farben viel zu viel, denn in der Regel kommt man mit 3, 4, vielleicht 5 oder 6 Farben pro Bild durch. Manchmal aber ist es ganz praktisch, wenn man Farben, die man selten verwendet, sofort zur Verfügung hat, wenn man sie nicht zuerst mischen muss, wie zum Beispiel das Kobalt-Türkis oder auch Indisch-Gelb oder Lasur-Orange. Nun aber zu meiner Palette bzw. Malkasten. In der unteren Hälfte befinden sich die warmen Farben, also Gelb- und Rottöne, und in der oberen Hälfte die kühlen, kalten Farben. Für strahlende Gelbtöne, aber auch für Grün, verwende ich Rheingelb. Das ist hochtransparent. Titanweiß oder Deckweiß, ich verwende es auf dieser Palette fast nie und wenn, dann direkt aus der Tube. Indischgelb, ein schönes, warmes, hochtransparentes Gelb. Eine meiner wichtigsten und Lieblingsfarben, Siena Natur. Im Gegensatz zu Cadmium-Orange ist Lasur-Orange hochlasierend. Eine schöne Farbe. Umbra Natur, eine schöne, warme Erdfarbe, aber nicht unbedingt wichtig. Magenta, man kann auch Grablack verwenden. Cadmium-Rot Hell ist eine stark deckende Farbe, die man nur äußerst sparsam verwenden sollte. Eine meiner wichtigsten Farben, Ultramarinblau. Achten Sie darauf, dass Sie nicht Ultramarinfeinst oder Ultramarinhell kaufen. Die sind nicht so geeignet zum Mischen von dunklen Farben. So wie Ultramarin ist auch Siena gebrannt enorm wichtig für mich. Alle Brauntöne kann ich damit mischen und die meisten Grautöne. Kobaltblau, ein schönes, bei Schminke granulierendes Blau. Für kühle Blautöne verwende ich Preußischblau oder Taloblau. Bergblau von Schminke verwende ich nicht zum Malen von Bergen, sondern zur Schaffung von stärkerer Farbperspektive. Dieses reine, schreiende Giftgrün, das Talogrün, brauche ich in meinen Kursen, um Grüntöne zu mischen. Ein tolles Grün, wenn man es richtig einsetzt. In den letzten Jahren verwende ich häufiger auch Kobalt-Türkis. Vorsicht aber, es ist eine leicht deckende Farbe. Saftgrün ist ein Sonderfall. Ich habe noch nie mit diesem Grün gemalt, verwende es aber immer zum Abtönen von Rot. Da ist es ganz praktisch, wenn es auf der Palette vorhanden ist. Ja, und dann habe ich noch die Neutraltinte, die ich manchmal zum Abdämpfen von grellen Farben verwende, anstatt der Komplementärfarbe. Neben Schminke verwende ich aber auch Farben anderer Hersteller wie Daniel Smith oder Winsor & Newton. Die lassen sich auch gut miteinander mischen. Enorm wichtig ist, dass alle Hauptfarben transparent sind. Wenn man die Farben noch zu wenig kennt, kann man das gut an den Näpfchen oder auch an den Tuben feststellen. Es gibt da
so kleine Quadrate. Ist dieses Quadrat weiß? Ich hoffe, man kann es erkennen, bedeutet das, die Farbe ist transparent. Ist es aber schwarz, bedeutet es deckend. Und es gibt noch Zwischenstufen. Abschließend sieht man hier noch meine wichtigsten Farben zusammengefasst. Alle anderen sind nicht unbedingt notwendig, aber praktisch. Jetzt kommt ein ganz besonderes Thema, und zwar meine Aquarellpinsel. Ich habe nämlich viel zu viele. Aber bei Pinseln werde ich immer schwach. Wenn ich neue Pinsel sehe, dann muss ich die einfach haben. Und meistens verwende ich sie dann nur ein, zwei Mal und bleib wieder bei meinen altgewohnten Pinseln. Ein Pinsel, den ich für Details recht gerne verwende, ist ein Mischhaarpinsel, Größe 6. Der hat keine richtig scharfe Spitze mehr. Brauche ich so etwas, dann nehme ich dieses 6er Modell von Escoda. Von diesen Mischhaarpinseln von Da Vinci habe ich die ganze Serie in allen Größen. Sehr gerne male ich mit guten Feehaarpinseln. Der kommt von Escoda, ist ein spanisches Unternehmen, ist reines Feehaar und sehr weich, aber unelastisch. Elastisch hingegen ist der, das ist ein Mischhaarpinsel von Escoda. Das ist Feehaar verstärkt mit synthetischen Haaren. Das sind auch Escoda-Pinseln. Das ist anscheinend der Mercedes unter den Pinseln. Habe ich, aber ich verwende sie kaum. Sie haben synthetische Haare, sind aber mittlerweile so gut und viel robuster als zum Beispiel Rodenmarder. Auch ein Kunsthaarpinsel. Das ist übrigens einer der wenigen Kolinsky Rodenmarder-Pinsel, die ich habe. Ein Schlepper. Schlepper sind normal etwas länger, der hat etwas kürzere Haare. Das ist mein kleinster Pinsel, den ich besitze. Dieser Pinsel wird von vielen Leuten als Schlepper bezeichnet, ist aber kein Schlepper, das ist ein Mantelpinsel. Er ist ummantelt mit einem sehr saugfähigen Feehaar. Der Kern ist aber ein Schlepper. Aber durch diese Ummantelung fasst er einfach viel Farbe und man kann lange damit zeichnen und malen. Hier habe ich Feehaarpinsel von Da Vinci, wo ich auch die ganze Serie vom kleinsten bis zum größten habe. Und die sind zwar etwas gewöhnungsbedürftig, weil sie so weich und unelastisch sind. Man sieht das hier, jetzt habe ich den befeuchtet und der springt nicht mehr zurück in die ursprüngliche Form. Diese französischen Feehaarpinsel eignen sich auch sehr gut zum Malen von Bäumen, Gestrüpp, von Laub etc. Dazu quetsche ich den Pinsel auseinander. Ich drücke ihn in meine flache Hand oder auf einen Untergrund in die Palette und dann sieht es so aus. Und jetzt kann man damit durch Stupfen oder auch durch leichtes Ziehen wunderbar Gräser und Büsche etc. malen. Wenn man den Pinsel danach wieder in Form bringt, verzeiht er uns diese Maltretour. Zu den wirklich sehr guten und brauchbaren Pinseln von Da Vinci gehören diese synthetischen Pinseln. Dieser Schwertpinsel zum Beispiel, der hat eine feine Spitze, man kann auch schön Flächen damit anlegen. Ähnlich wie mit diesem Ovalpinsel. Viele sagen dazu Katzenzungenpinsel, dabei ist ein Katzenzungenpinsel ja vorne rund, aber ein sehr brauchbarer Pinsel. Oder diese beiden Flachpinsel, ebenfalls mit Synthetikhaaren. Nicht vergessen darf ich meine weiteren Flachpinseln, dieser Zauberpinsel. Das ist ein synthetischer Pinsel, eigentlich gedacht für die Acrylmalerei.
der aber eine schöne, scharfe Kante hat und relativ hart ist. Mit dem kann man wunderbar Farben wegwaschen. Der Einsatzbereich ist sehr, sehr groß. Ein toller Pinsel, DaVinci Serie 18. Der Pinsel hat einen Plexiglasstiel und ist hinten schräg abgerundet. Sehr glatte Kanten, mit denen man wunderbar Farbe aus dem noch feuchten Papier schieben kann. Das Gegenstück dazu gibt es natürlich auch in Mischa, auch ein tolles Malgerät. Meine Hackbrushes, meine Ziegenhaar-Flachpinsel. Ich habe eigentlich so ziemlich alle Größen davon, auch in unterschiedlichen Ausführungen. Wobei man auch Glück haben muss, dass man ein Exemplar bekommt, das nicht allzu viele Haare verliert. Das ist das große Manko bei diesen zumeist in Fernost gefertigten Pinseln. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit den Pinseln von Ron Rensen. Das war ein sehr guter britischer Maler, der fast ausschließlich mit diesen Pinseln gemalt hat. Ja, und jetzt kommen wir zu meinen exotischen Pinseln. Der erste Exote kommt aus dem Supermarkt. Das ist ein Kuchenpinsel aus Naturhaar. Der ist von Fackelmann, gibt es aber auch von Dr. Oetker. Tausende von meinen Akademiekursteilnehmern wissen, wie man damit Gräser, Büsche und auch Laub malt. Fast von alleine. Auch dieser Fächerpinsel für Borste ist für solche Dinge einsetzbar. Das ist ein sehr preiswerter Pinsel, der kostet gut 1 Euro. Der ist aus Borste und sollte eine geschlossene Form haben. Leider gibt es aber auch Exemplare, die weit auseinanderklaffen. Die sind dann weniger gut geeignet. Diesen Pinsel gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Die ersten Exemplare habe ich mir aus Hongkong bestellt, weil ich sie im europäischen Raum nirgends gefunden habe. Sie waren zwar damals recht preiswert, allerdings waren die Transportkosten exorbitant hoch. Aber der Pinsel ist toll und universell einsetzbar. Für Gräser, für Büsche, Bäume. Ich male aber auch zum Teil ganze Bilder damit. Neben einem Sprühfläschchen mit ganz feinem Zerstäuber brauche ich fallweise auch noch andere Werkzeuge. So zum Beispiel Spachteln aus der Acrylmalerei in unterschiedlichen Ausführungen. Die sollen weich sein und nicht so scharfkantig, um Farbe wegzuschieben aus dem noch feuchten und nassen Aquarellpapier. Gut geeignet ist aber auch ein Taschenmesser, und wenn man das vorsichtig einsetzt, kommt man zu guten Ergebnissen. Auch ein kleines Naturschwämmchen ist ab und zu recht praktisch, wenn es ums Reparieren geht. Zum Abschluss zeige ich jetzt noch einige meiner runden China-Pinseln. Die sind sehr weich, sehr universell einsetzbar, aber gewöhnungsbedürftig. Es ist so, dass die meisten Pinsel mit weißen Haaren Ziegenhaarpinsel sind. Die mit braunen Haaren nennt man Wolfshaarpinsel. Es ist in Wirklichkeit das Haar des Wiesels, des chinesischen Wiesels. Leider verlieren preiswerte China-Pinseln gerne und oft die Haare. Ich verwende sie gerne. Allerdings für extrem genaues Malen sind sie weniger geeignet, und das ist vielleicht auch ganz gut so. Man kann sie auch in Form bringen, sie sind ja ganz weich und unelastisch. Man kann die Spitze etwas verformen und damit Gräser, Laub oder einfach nur aufgerissene Linien malen. Es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, wie auch der Flachpinsel aus Ziegenhaar. Nur wenn man das einmal gewohnt ist, möchte man sie nie wieder missen. Immer wieder und regelmäßig werde ich gefragt, welches Papier ich denn verwende. Nun, gute Farben und gute Pinsel sind angenehm, aber entscheidend und ganz wichtig ist gutes Aquarellpapier.
Hier sollte man niemals sparen. Ich selbst verwende gerne das französische Arschpapier oder das englische Pendant dazu, das Saunders Waterford, und zwar in verschiedenen Körnungen. Aber kein heißgepresstes Papier, das ist mir einfach für meine Malweise zu glatt. Diese Papiere kaufe ich in Großbögen oder auch in Rollen und reiße sie dann auf das richtige, passende Format zurecht. Diese Großbögen haben ein Papiergewicht von 185 Gramm, sind also relativ dünn und müssen daher auf Holzplatten aufgeleimt werden. Das mache ich mit Tapetenkleister, und wenn das jemand mehr interessiert, auf meiner Webseite gibt es eine exakte und genaue Anleitung dazu. Wenn ich unterwegs bin oder auch bei meinen Akademiekursen, verwende ich auch gerne Blocks. Allerdings dann mit 300 Gramm. Es gibt aber auch noch viele andere sehr gute Papiere, die ich fallweise in Kursen verwende, weil für ungeübtere Maler dieses Arschpapier, auch das Saunders Waterford, vielleicht zu schwierig zu handeln ist. Sehr gut bewährt haben sich auch die Papiere von Fabriano, Baumwollpapiere, aber auch ein sehr preiswertes Papier, das Bockingford Papier. Das ist zwar ein Zellulosepapier, aber viele englische Maler malten oder malen immer noch damit. Und ich mag es auch sehr gerne. Seit über 45 Jahren ist aber mein absolutes Favoritpapier das Agri, das Ingres-Papier. Das ist allerdings sehr dünn, hat zwischen 100 und 150 Gramm und muss daher unbedingt aufgeleimt werden. Aufspannen alleine ist zu wenig. Es gibt ein 150 Gramm Papier von Hahnemühle und seit einigen Jahren gibt es dieses Agri-Papier auch von Arsch. Allerdings nur 130 Gramm. Eigentlich ist dieses Agri-Papier kein Aquarellpapier, sondern ursprünglich gedacht für Kreidezeichnungen, Rötelzeichnungen etc. Aber wie gesagt, ich verwende das schon seit 45 Jahren und bin immer noch begeistert davon. Die Papierstruktur ist eher fein, es ist aber ein sehr gutmütiges Papier und verträgt Auswaschungen und bis zu einem gewissen Maß auch Reparaturen. Selbstverständlich hängt es aber auch vom Motiv ab, welches Papier ich verwende, denn manchmal verlangt das Motiv feineres Papier und manchmal eben raues oder mittelraues Papier. Ich hoffe, dass diese Ausführungen für manche von euch hilfreich waren. Wünsche viel Freude beim Aquarellieren und bis bald!